Druck ist da, das wissen wir. Die Situation, dafür sind wir aber selber verantwortlich, dass wir jedes Spiel jetzt punkten müssen. Wir haben schon zu viele Punkte hergeschenkt bzw. hergegeben und das spürt man, das weiß man, das sieht man aber auch momentan und wenn wir so weitermachen, werden wir das Ziel sicher auch erreichen. Es ist sicher einfacher, wenn man sich eine Woche auf einen Gegner einstellen kann. Das ist so, man kann gezielter auf den Gegner eingehen, sonst hat man oft nur zwei Tage, wenn nicht sogar nur einen Tag, wenn man Mittwochabend spielt, Samstagmittag wieder, dann trainierst du Freitag leicht und da hast du natürlich weniger Zeit und das ist sicher jetzt ein Vorteil für uns. Es gibt immer Phasen in der Saison, beziehungsweise oft Phasen sind da, wo es ein bisschen schlechter läuft und ich glaube, die Phase haben wir jetzt hinter uns und wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir haben wirklich viel geredet und es ist schon so, dass wir das jetzt aufgearbeitet haben. Und wir wussten auch, dass wir zu viele Punkte verschenkt haben, beziehungsweise die Spiele nicht gewonnen. Verschenkt hört sich immer ein bisschen zu negativ dem Gegner gegenüber an. Es harmoniert wieder. Wir haben alle wieder unsere Form und so sind wir natürlich ganz, ganz schwer zu schlagen. Wir sind froh, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind und wir haben auch gezeigt, dass wir ein sehr ekliger Gegner sein können, dass wir genauso spielen können, wie die kleinen Mannschaften oft es gegen uns versuchen. Und so soll das dann auch sein. Und wer weiß, vielleicht sorgen wir nochmal für eine gute Überraschung.